Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Do-It-Yourself-Workshop. Heute widmen wir uns einem Thema, was eigentlich schon abgehakt war. Und zwar in einem meiner alten Folgen habe ich diesen Montageständer gebaut für Mofas. Es kamen jetzt aber ein paar Fragen, ob man da nicht auch irgendwas anders bauen könnte, so dass beide Räder in der Luft sind. Dazu mache ich mal eine kurze Einblendung. Ja, und bei der Einblendung sehen wir natürlich, dass wir halt nur das Hinterrad in der Luft haben. Aber wenn wir zum Beispiel beide Felgen demontieren möchten, wäre es natürlich besser, wenn beide Räder in der Luft sind. Und da ist mir eine kleine Idee gekommen, habe mich sofort an ein 3D-Programm gesetzt, habe versucht, da mir irgendwas auszudenken. Und das werden wir jetzt einmal mal versuchen nachzubauen. Auch hierfür wieder eine kleine Einblendung, wie das auszusehen hat. Und nach dem Intro geht's dann weiter. Gut, was brauchen wir für Material? Wir brauchen ein bisschen Flacheisen, wo wir nachher ein Loch durchbohren können. Wir brauchen zwei verschiedene Durchmesser Vierkantrohr. Habe ich jetzt hier in 25 und in 30 mm, damit wir das nachher ineinander reinstecken können und in der Höhe nachher verstellen können. Wir werden dann nachher hier eine Mutter drauf schweißen mit einer Schraube, dass wir dann nachher das Rohr dann auch arretieren können oder festschrauben können, ne, mit einer Knarre oder einem Maulschlüssel. Sonst brauchen wir eigentlich nichts. Ich werde erstmal alles wieder vorbereiten. Auch hier, dass wir wieder einen vernünftigen Massekontakt nachher herstellen können für das Schweißgerät. Und dann seht ihr das Ganze wieder im Schnelldurchlauf, damit wir das Video wieder möglichst kurz halten. Dann jetzt aussehen. Ja, hier könnt ihr mal die Nähte sehen. Also ich bin kein gelernter Metallbauer oder Schweißer oder sonst irgendwas. Man sieht hier schon, dass ich da Luftanschlüsse habe. Ja, mein Gott. Ich habe schon schlimmere Nähte gesehen. Ihr bestimmt auch. Gut. Also das ist jetzt die Funktion, die ich haben wollte, die ich erreichen wollte. So, und das macht das alles so, wie es möchte. So, jetzt haben wir hier natürlich ein bisschen Spiel. Das können wir jetzt, indem wir noch Unterlegscheiben nehmen und die jetzt hier noch mit zwischensetzen, können wir das Spiel einstellen. Heiß. In meinem Fall hat jetzt eine Unterlegscheibe gereicht, ja, also habe ich ja anscheinend doch nicht so schief gearbeitet, wie ich anfangs gedacht hätte. So, wir sehen, ist deutlich besser geworden. Ja. Und so können wir durch Anziehen dieser Mutter diesen Winkel darstellen. Ja, oder wenn wir das jetzt
lockerer drehen, ist das dann wieder frei beweglich. Ja. Oh, süße, da kommt eine kleine Kultur vorbei. So, ich stelle das jetzt erstmal hier fest. So, und jetzt war meine Idee des Gefechts, hier vorne noch eine zusätzliche Stange mit einzubauen, dass ich hier in der Höhe verstellen kann. Ihr seht aber jetzt schon, ich bin jetzt auch hier bei der Höhe schon ziemlich weit oben. Ich werde das Rohr jetzt ungefähr so um die Hälfte kürzen und mit dem anderen kurzen Rohr dann nachher Maß nehmen an meiner Mofa, wie ich das haben möchte, damit das dann nachher ausbalanciert ist. Gerade. Wo ich genau ansetze bei der Mofa, das zeige ich euch dann noch. Ja? So, dafür drehe ich jetzt einmal hier komplett fest. Und schneide hier die Hälfte ab. Das nur mal kurz aus, denn mein Plan ist es ja, ich will dieses Stück, was hier jetzt ausziehbar ist, festmachen können. Und dazu habe ich mir im Baumarkt sowas hier besorgt, ein ganz normales Griffstück mit einer 8 mm Schraube da dran. Das ist jetzt Luxus. Ne? Ihr könnt natürlich auch eine ganz normale 8 mm Mutter und Schraube nehmen. Ich werde ein Gewinde hier erstmal durchbohren, ein Gewinde drauf schweißen und dann hier meine Verstellung anbauen. Okay? So. Dafür wieder einmal. Ich möchte das gerne seitlich haben, in dem oberen Bereich, ungefähr hier. Wichtig ist, nur eine Seite durchbohren, nicht durch beide Seiten, ne? Alles hübsch machen, ein paar Fotos danach davon schießen und euch das dann auch mal im Detail genau zeigen. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat diese Folge wieder gefallen. Wenn ja, lasst einfach mal ein Like da. Oder wenn ihr noch mehr solche Folgen sehen wollt, dann vergesst nicht zu abonnieren. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen. Teilen ist natürlich erlaubt oder erwünscht, besser gesagt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.